Feuer auf dem Campingplatz. Erst gerät ein Wohnwagen in Brand und greift auf andere über. Und dann explodieren in den Flammen auch noch mehrere Gasflaschen. So passiert gestern Abend auf einem Campingplatz in der Nähe von Schleusingen in Thüringen. Feuersbrunst, Stadturlaubsidylle. Mitten in der Nacht kracht es erst, dann brennt es auf diesem Campingplatz am Bergsee Ratscher in Thüringen. Manche Urlauber können nur noch die Kinder nehmen und wegrennen. Ich habe gehört da am Schrei und sowas, habe ich eine Wohnwagentür aufgemacht und habe gesehen, der ganze Bunkerluster stand in Flammen drin. Ja, und alles abgerissen, weggelaufen. Und dann kamen halt die Feuerwehr und haben das versucht zu löschen. Und was machen Sie jetzt mit den Kindern? Wo kommen die jetzt hin? Die Kinder sind jetzt alle in Autos erstmal. Wissen wir jetzt nicht, was man mit den Kindern machen. Kleine Säuglinge und alles. Tja. Vermutlich war eine Verpuffung an einer Campinggasflasche die Ursache. Das Feuer griff dann auf andere Gasbehälter über. 100 Feuerwehrleute rückten an und schafften es gerade noch, weitere Gasflaschen in Sicherheit zu bringen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Doch auch so ist die Bilanz verheerend. 10 Wohnwagen und Autos betroffen, 6 Campinganhänger ausgebrannt. Zum Glück gibt es nur 3 Leichtverletzte. Es gab momentan nach meinem Stand erstmal 3 Verletzte. Die wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in die Klinik geschafft. Momentan, so wie ich es jetzt weiß, sind es erstmal nur Rauchgasverletzungen. Im Moment untersucht die Polizei, wie es zu der Verpuffung kommen konnte. Für viele Camper aber ist der Urlaub jetzt vorbei.